Hallo Leute, willkommen zurück zu dem Donnerkiefer-Zusammenbau, zu Teil 3. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich so ein bisschen mittlerweile gerade gar nicht mehr. Ich kämpfe mich dadurch, er soll endlich fertig werden. Und ja, mehr schief gehen kann es nicht. Also bisher haben wir natürlich Kopf und Rumpf fertig. Und ja, es wird auf jeden Fall noch ein weiter Weg bis zum Ende. Deswegen legen wir mal sofort los. So, B. B habe ich irgendwo da hinten hingepfeffert. Ja, aus dem Weg, damit es mir nicht auf den Keks geht. So, B. 3, das ist das. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag bisher und konntet so das Wetter genießen. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum die Qualität sich jetzt gerade so ein bisschen geändert hat, falls es euch das überhaupt auffällt. Allerdings, ja, meine Kamera ist vorhin einfach ausgegangen. Die war ein bisschen zu heiß. Also habe ich jetzt mal eben aufs Handy gewechselt. Da ich ja. Läuft das nicht zusammen? Doch, so läuft zusammen. Läuft zum Meckern. Und da ich keine Kamera habe, die also vernünftig ist. Ich sage immer Kamera, dabei ist es eigentlich ein altes Handy, was ich noch benutze. Eigentlich mein Wecker-Handy. Und deswegen ist die Qualität halt nicht so perfekt. Aber da es das einzige ist, was ich habe, kann ich nicht meckern. So, A ist das hier hinten. Sind jetzt endlich die Nupsels, die oben drauf kommen. Habe ich da jetzt, welches habe ich denn da jetzt abgeschnitten? 7. So. Okay. Ja, beim letzten Teil habe ich ja so einiges zu kämpfen gehabt mit einem Teil, was so gar nicht reingehen wollte. Und da habe ich dann kurzerhand einfach ein Messer genommen. Das hat funktioniert. So. So sieht's aus. Es war ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen nervig, dass das einfach nicht funktionieren wird. So, das kommt hier. So. Seht ihr das hier? Was reingeschoben? Echt jetzt? Nicht festgehakt? Hängt gar nichts? Okay, wieder sieht das aus. Dann haben wir hier nochmal A. Das war A, nee, das B. A hätte ich gern. Man muss sich eben zu helfen wissen. Wenn es ein bisschen, ja, unorthodox geht, dann ist das eben so. Solange man ans Ziel kommt, gilt übrigens nicht für Mord. Das zählt nicht. Nein, aber wenn man jetzt nicht so wirklich weit kommt, dann kann man natürlich jetzt so, so, ein Messer oder sowas zur Hilfe benutzen. Okay, so sieht's aus. Und geh. Geh hatten wir auch schon. Wo ist geh hin? Geh, wo bist du? G, stimmt, G habe ich hier oben hingepfeffert. So, da kommen die Taschen hin. Ups, hab ich geplant. So, G3. Das kommt auf die Seite. So.
Ups, da hängen geblieben. Oh, voll schief hier. So. So sieht's aus. Sieht so ein bisschen aus wie viele Rücklichter. So. 31. Ja gut, die Flügel. Flügel sag ich schon. Seit wann hat der Donnerkiefer den Flügel? Weiß ich auch nicht. Die Fühler, beziehungsweise die Antennen, habe ich ja schon gemacht. Die wurden irgendwie schon auf Seite 1 angezeigt. Deswegen. Ja. Was ruhig. So, die so, dann haben wir A9, das dürfte der große hier sein, ja. Autsch. So. So. Ach, A3. A3 bist du, ne? Ja. Irgendwie schmeiße ich hier gerade wieder alles auf einen Haufen, wo ich Platz brauche. So. Okay, lass mal gucken. Die kommen. So, hinten, die kommt da rein. Muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen wabbelig, in Anführungsstrichen. So, ich hab doch. Hey, aber. Ich wollte sagen, wo ist das hin? So, das passt. So, die Antennen kommen. Ah, okay. Okay, so sieht das aus. Der Nupster kommt jetzt hier einfach hier oben drauf. Wenn man dann richtig dran rumfummelt, dann funktioniert es auch. Ist doch. Was ist los? So. Boah. Okay, so leicht das Ding jetzt gar nicht festzukriegen. Ne, will nicht. Fängt das schon mal gut an. Oder setze ich ihn jetzt verkehrt rum auf? Ich setze den verkehrt rum auf, dann kannst du ja nicht was. Ihr habt nichts gesehen. Da will er wieder nicht, okay. Das kennen wir ja schon aus dem letzten Teil. Kann ich dich allerdings nicht auseinanderbauen. Okay, ich nehme die mal ganz kurz nochmal wieder ab. Kann ich ja gleich oben drauf wieder packen. Ah. Okay. So, eben. So. So sieht's aus. Jetzt sieht es mittlerweile aus wie so ein Unterseeboot. Unterseeboot mit, ja. Mit irgendwas. So. Die haben wir dran. Dann kommt hier. M5. Kommt auf die Seite.
Hey, dann hier noch irgendwas? Achso, das ist etwas. Glaube ich. Nee, warte mal. Aha, da haben wir das Ding hin. Wenn man das Loch findet. Hin. Hm. Okay, so sieht's aus. Jetzt sieht's aus wie ein Mammut. So schnell kann's gehen. So. B. A. B. Das ist das falsche B. Oder? F, D, J, B4. Ach, das ist. Ah, okay. Das sieht gerade lediglich. Das sah nur aus der falschen Perspektive aus. Andersrum. War nur aus der falschen Perspektive. Okay. Wo hast du jetzt? So. Steht das richtig? So. So. Okay. Na gut. Das. Du, ich habe noch gesagt, das soll man einhaken. Aber nein. Okay, die beiden Antennen hier oben gehen mir ein bisschen auf Keks. Ich glaube, die werde ich ganz zum Schluss nochmal ranpacken. Sicher ist nicht, dass wir auch den abbrechen oder so. Das wäre nämlich sehr beschissen. Ich sag's, wie es ist. Okay. So. Dann haben wir das soweit. Dann haben wir jetzt R. Ähnlich hier direkt neben mir. R1. W hatten wir auch irgendwo hier. So. Achso, der zwei Brio. Hier, quietsch. So. So. Gut. So sieht es übrigens aus. Kleines süßes etwas. Ein kleiner Dampfer. So, und dann haben wir die. Wie haben wir das? Die 6. Und die 5.
Wo habe ich denn die U gelassen? Hier. Was kommt das Ding? U5, genau. W2 brauche ich ja noch. Ja, das ist 3. Die brauche ich. So. So. Das ist, so. Na, gibt's schon wieder einen Kampf mit dem blöden Ding? Nein, gibt's nicht. Gut. Wäre noch schöner. So, jetzt mal gucken. So. 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 Okay. So sieht's aus. Sieht wie so eine alte, klobige Kamera aus. Okay. P. Wo ist das P? Das P. Bist du das P? Du bist das P. So. Okay. 13 und 12. Ja. Schön, dass da auch eine Zahl bei steht. Oder habe ich das jetzt? Es sind zwei verschiedene noch. Aber steht da gerade keine Zahl bei. Aber welche sind das? Die könnten das sein. Ja, das könnten die sein. So. Mal schauen. Moment, ich muss jetzt die anderen bringen. Gibt's da noch Helfer? Nee, ne? Nö. Ja.
Ja, also. Kann das nicht passen. Da kann sie so nicht rumpassen, wie ich das wollte. Jetzt muss ich nur noch mal rausfinden, wie die passen. So. So. Nee. Kann ja nur so passen. Okay, unten passt er nicht. Also passt das oben auch nicht. Oben passt es, aber es soll nicht so sein. Uff. Das ist vielleicht ein Krampf mit dem Ding. So. Okay. Das ist richtig, aber das war falsch. Moment. So. Passt da so gar nicht. Aber wie soll es dann hingehen? Komisch, dass das unten nicht passt. Obwohl es eigentlich theoretisch da rein müsste. Das ist jetzt wieder sehr merkwürdig, ne? Er zeigt mir die Dinger nicht an, wo sie rein sollen. Und dann passt das bei denen wieder nicht. Also. Da passt das so, aber da passt das dann unten nicht. Manchmal ist das echt Scheibenkleister. Ist halt ein bisschen krampfig gerade. Ich kann es leider nicht ändern. Es müsste halt passen, nur es tut es halt nicht. Klar, man versucht es ein bisschen irgendwie immer hin und her, aber ist natürlich doof, wenn es gar nicht passt.
meine, eben hat es oben gepasst und unten nicht. Jetzt passt es unten, aber oben nicht. Also. Das ist so ein leichter Krampf. Hm, gebe ich gerne zu. Ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht wage ich mich dann beim nächsten Mal nochmal selber ran. Nimm es nochmal aus und guck. Weil theoretisch muss es ja irgendwie passen. Oh, okay. Ja, noch nicht ganz. So. Ich würde sagen, jetzt hat er zugehört. Ich spreche mir gerade die Finger. Okay. Okay, so. Ja, fester mache ich es jetzt nicht zu. Solange er nicht wieder auseinanderfällt, sollte alles gut sein. 10 Minuten später fällt er auseinander. Ich wäre natürlich böse. Okay. Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Mir tun nämlich gerade die Daumen weh. Also, kurze Verschnaufpause für meine Daumen. Und dann machen wir, oder ich in dem Falle, mach weiter. Auch wenn wir nicht weit gekommen sind, weil es dauert natürlich, klar. Das geht ganz schön auf die Finger, ne? Also, das ist heftig. Das ist nicht mal so schlimm wie bei Lego. Oder Lego ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, aber außer du wirst es auseinanderkriegen. Gut, dieser kleine Krampf hier, meine Güte. Ja, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das gelöst habt. Oder hättet, wie auch immer. Da bin ich neugierig. Lasst es mich gerne wissen. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Lasst gerne einen Kommentar da und auch ein Like, wenn ihr möchtet. Vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video beim Donnerkiefer. Das wird garantiert noch sehr lustig. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, bye bye.